Direktor, wann geht's los? Wir bringen ihn jetzt runter. Dann kommt der Gnadenerlass wohl kaum noch. Sieht schlecht aus. Und wie wird er damit fertig? Wie ein Soldat, mein Junge, wie ein Soldat. Kein Ketchup? Das ist die mieseste Henkersmahlzeit, die ich je gegessen habe. Da ist der Direktor. Oh, jetzt bin ich aber froh, Sie zu sehen, Direktor. Ich habe gewusst, dass der Gouverneur einen Aufschub angeordnet hat. Der Mann ist in Ordnung. Tut mir leid, Jackson. Keine Nachricht vom Gouverneur. Na, sehen Sie. Tut mir leid. Nein. Kein Wort? Kein Wort, was? Bitte? Will ich einen anderen beim nächsten Mal. Kommen Sie, Jackson. Hübsches Eckchen hier. Also, das ist es. Kann ich mal reinschauen? Das würde ich nicht raten. Sie werden weich, Direktor. Gas. Ihr habt noch nicht mal Elektrizität. Gehen Sie rein, Jackson. Jackson. Ich lasse Ihnen ein besonderes Privileg zukommen, was einem Mann in Ihrer Lage nicht oft zuteil wird. Ich gewähre Ihnen, warum Sie mich gebeten haben. Die Chance, Ihre Geschichte den Zeitungen zu erzählen. Und dann haben Sie sie von der Seele. Danke, Direktor. Also dann, bis bald, Jackson. Gut, ich werde hier sein. Oh, Mr. Jackson, ich finde, Sie sind wunderbar. Sie halten sich wirklich ausgezeichnet. Na ja, ich bin nicht gerade ein Windbeutel. Zigarette? Kriegt er von mir. Danke, George. In der könnte ja eine Säge sein. Sie haben das, was ich unter Courage verstehe. Tja, so wie ich das sehe, hat mal jemand Feuer? Ja, bitte sehr. Ich sehe das so, wenn ein Mann in seinem Herzen fühlt, dass er für einen anderen die Rübe hinhalten muss, na ja, dann ist das nicht so schwer, den Löffel wegzulegen. Dann ist es nicht so schwer, den letzten Weg zu gehen. Es ist nur schwer, eine Zigarette anzuzünden. Hey, Jackson, wie sind Sie in den Schlamassel reingekommen? Was war's? Eine Frau? Es ist immer eine Frau. Aber Sie hätten diese Frau sehen sollen. Samt weicher Haut wie Satin, bildschöne blaue Augen, dunkles, seidiges Haar. Ein Mädchen, für das man sein letztes Hemd hergeben würde. Das hier hat mir der Direktor gebracht. Dieses Mädchen, wie sind Sie ihr begegnet? Kamen Sie in Ihr Büro? Haben Sie sich in sie verliebt? Warten Sie es doch ab, eins nach dem anderen. Sie werden das nicht wissen, aber ich war nicht immer Detektiv. Bevor man mir diese Mordgeschichte angehängt hat, gehörte mir ein entzückender kleiner Laden in San Francisco. Ein legales Geschäft? Besser als legales, warf Profit ab. Mein Büro lag im Trafalgar-Gebäude, genau am Rande von Chinatown. Ah, in Chinatown. Nein, nicht genau drin. Kennen Sie die California Street vom Hügel bei Stockton ab? Ja. Also, wenn man mit der Straßenbahn den Hügel runterfährt, kann man mein Büro genau sehen. Vorn im dritten Stock. Ronnie stand auf dem Schild. Ronnie, Babyfotograf. Ich werde den Tag niemals vergessen. 2 Stunden habe ich versucht, den kleinen Bengel zum Lachen zu bringen. Alles habe ich ausprobiert. Jeden bombensicheren Trick, den man so kennt. Wenn der Junge groß ist, wird er mal Gerichtsvollzieher. Er nimmt sogar das Licht weg. Nehmen Sie einen Schnappschuss. Wo ist das Vögelchen? Wo ist das Vögelchen? Das war's. Ein weiteres Meisterstück. Schätzchen, du warst wunderbar. Und Sie sind auch großartig, Mr. Jackson. Kein Wunder, ich bin ja auch mal Kind gewesen, früher. Ich kann kaum erwarten, die Abzüge zu sehen. Wann sind Sie fertig? Oh, gleich morgen früh, Mrs. Fong. Gut. Sie werden Ihnen sicher gefallen. Also dann auf Wiedersehen, du kleiner Lauselümmel. Au, ausgerechnet mein Zeigefinger. Also langsam, Schätzchen. Langsam. Schätzchen, das ist dir schrecklich. Kriegt er denn kein Fleisch zu Hause? Er ist eben ein kleiner Gourmet. Hat schöne Beißerchen. Lass mal sehen. Ach, deshalb. Babyfotograf, ein toller Beruf für einen ganzen Kerl wie Ronnie Jackson. Tja, ich hatte versprochen, die Bilder bis zum nächsten Morgen fertig zu haben. Also machte ich mich an die Arbeit. Es muss 20 Minuten oder eine halbe Stunde später vielleicht gewesen sein, als ich draußen im Flur eine Tür ins Schloss fallen hörte. Ich wusste, das war Sam McCloud, der nach einem arbeitsreichen Tag, an dem er ein paar Gauner oder Mörder überführt hatte, in sein Büro zurückkam. Sam McCloud, der ausgeschlafenste, zäheste Privatdetektiv weit und breit. Wissen Sie, ich wäre auch gern Detektiv. Man braucht bloß Köpfchen und einen Revolver. Ich hatte einen Revolver. Mir war etwas eingefallen, weshalb Sam mich sicher brauchen konnte. Darum
Darum wollte ich zu ihm rüber. Ich sah schon im Geist meinen Namen an der Tür in großen Buchstaben. Ronnie Jackson, Privatdetektiv. Was ich nicht sah, war das Kleingedruckte darunter. Ruhe in Frieden. Warum zerbrich dir nicht deinen süßen Kopf, Baby? Ich bin gerade dabei, für Chai eine Klapperschlange zu fangen. Hallo, Sam. Pass mal auf, Baby. Es gehört mehr dazu, als ein paar aufgeputschte Pistolieros, denen die Finger jucken, um mir Angst zu machen. Ja. Ja? Lass uns mal in einer verregneten Nacht darüber reden, vor einem schönen, warmen Kamin. Ich bring die Streichhölzer mit. Bis bald. Na, Ronny, was gibt's? Bitte? Streichhölzer. Oh nein, ich meine, ich habe heute alles bekommen. Die Lizenz und das hier. Werden wir jetzt Partner? Bleib bei deinem Ja. Wo ist denn das Vögelchen und du wirst an Altersschwäche sterben? Ich bin doch geradezu geschaffen für so ein Leben. Solange ich denken kann, wollte ich ein kaltschnäuziger Detektiv sein, so wie Humphrey Bogart, Dick Powell, meinetwegen sogar Alan Ladd. Du weißt schon, wenn diese wunderschönen Frauen ins Büro kommen, die warmen Feuer in verregneten Nächten, so ein Leben will ich führen. Na, was ist, Sam? Der ist lieblich, was? Ich kann dir eine große Hilfe sein, Sam. Guck, das ist meine neueste Erfindung hier. Eine Kamera mit einer Schlüssellochlinse macht Fotos direkt durch die Tür. Man hat mich schon aus 5 Hotels rausgeworfen. Wie sieht's aus, Sam? Kann ich für dich arbeiten? Du brauchst nur ganz einfach mit Ja oder Nein zu antworten. Nein. Naja, das ist so einfach. Denk doch wenigstens mal drüber nach. Ich muss für ein paar Tage nach Chicago. Ich lass die Tür offen, damit du ans Telefon gehen kannst. Ich könnte doch mitkommen. Ich habe genauso einen Mantel. Ich könnte dir bestimmt behilflich sein, falls du ein wenig Schlüssellocharbeit machen musst, oder bist du sicher, dass ich nichts für dich tun kann? Doch, dich aus allem raushalten. So, das war die letzte Chance für ihn. Aus allem raushalten, ans Telefon gehen. Ich kann meinen eigenen Laden aufmachen. Ronnie Jackson, Privatdetektiv. Ich könnte diese aufpistolten Pocholeros überm warmen Feuer rösten, selbst wenn es nachts nicht regnet. Ich kann genauso viel trinken wie er. Oh, lieblich. Sie wundern sich sicher über mein Verhalten. Nein, das machen alle Mädchen so, die hier reinkommen. Ich brauche einen Detektiv. Ich bitte Sie, helfen Sie mir. Ja, wissen Sie, ich wollte... Ich bitte, bin... Bitte, Mr. McCloud, bitte. Nennen Sie mich einfach Sam. Das ist ein Fall nach meinem Geschmack. Gucken Sie es aus, Schwester. Mein Name ist Carlotta Monte. Baronin Monte. Eine Baronin? Ich habe das Gefühl, jemand beobachtet mich. Ja, das bin ich. Vor 3 Tagen kam ich hier an, auf der Königin von Peru. Mit dem Baron, mit meinem Mann. Ach, Sie sind verheiratet. Mann. Dieses Bild wurde bei unserer Ankunft aufgenommen. Ein 2-spaltiger Artikel im San Francisco Citizen, da muss er schon was darstellen. Ich habe Schwierigkeiten, riesige Schwierigkeiten. Warum braucht er denn den Rollstuhl? Mein Mann ist invalide. Er hat den Rollstuhl seit 7 Jahren nicht mehr verlassen. Dann haben Sie Schwierigkeiten. Reden Sie weiter. An der Pier ging ich voraus, um unser Gepäck durch den Zoll zu bringen. Ich war vielleicht 5 Minuten weg, höchstens 10 Minuten. Als ich zurückkam, war er verschwunden. Eine kleine Entführung, was? Waren Sie bei der Polizei? Nein. Wenn ich zur Polizei gehe, bringen Sie ihn um. Wer sind Sie? Das bitte ich Sie herauszufinden. Darum... Ich habe kein Bargeld im Moment, aber diesen Ring kann man überall verpfänden, für mindestens $5,000. Moment mal, Schwester, 5 Mille sind ein Haufen Moos. Der Ring ist gar nichts. Wir Montes sind großzügig. Wenn Sie mir meinen Mann zurückbringen, werde ich mich noch großzügiger erweisen. Das werden Sie sehen. Ich bringe die Streichhölzer mit. Oh, das war aber nicht notwendig. Was ist denn los? Hören Sie? Man darf mich hier nicht finden.
Wieso? Ich höre gar nicht. Hier ist eine Adresse. Kommen Sie, sobald Sie können. Wäre in 5 Minuten zu bald? Wir haben es mit gefährlichen Menschen zu tun. Seien Sie vorsichtig. Sie dürfen nicht wissen, dass Sie Detektiv sind. Zerbrechen Sie sich Ihren hübschen Kopf nicht darüber. Ich werde Ihren Mann finden. Da kommt jemand. Verteidigen Sie diese Karte mit Ihrem Leben. Mit meinem Leben? Machen Sie schnell. In Ordnung. Sie sind das, Mabel. Entschuldigung. So, das ist für Sie. Kommen Sie mal ins Studio abends nach Geschäftsschluss. Ich mache ein Foto von Ihnen, wenn alle weg sind. Kostenlos. Ausgenommen die Negative. Kommen Sie vorbei. Abzüge 1,5 Dollar. Jederzeit. Du wolltest doch immer Detektiv sein, also los, Ronnie. Was war mit der Adresse? Die Karte. Mein Leben. Kamera, Ronny? Oh ja, danke vielmals. Und hör mal, du brauchst kein Revolver auf mich zu richten. Wenn du mich küssen willst, jederzeit. So, jetzt war ich allein auf mich gestellt. Ein verschwundener Ehemann, ein dunkeläugiges Traumweib, das bis hinauf zu ihren prachtvollen Lippen in Schwierigkeiten war. Und dann diese geheimnisvolle Karte. Die ganze Geschichte kam mir vor wie aus einem Detektivroman. Ich fuhr mit meinem Wagen zu der Adresse, die mir die Puppe gegeben hatte. Nur einen Katzensprung von der Stadt entfernt, wie sich herausstellte. Jedenfalls fahre ich am späten Nachmittag durch ein Parktor auf so ein Nobelgrundstück, unten auf der Halbinsel. Kurz danach komme ich durch ein zweites Tor. Das hätte der Zeitpunkt sein müssen, den Rückwärtsgang einzulegen. Und dann sah ich plötzlich das Landhaus. Junge, war das ein Schuppen. Er sah aus wie ein Überbleibsel aus vom Winde verweht. Sie wissen schon, so ein Haus, das aussieht, als ob man in seinen Gängen Wachteln jagen kann. Ich wusste noch nicht, dass ich die Wachtel sein würde. Schöner Tag, nicht? Naja, vielleicht ist er gar nicht so wunderschön. Jedenfalls ist es ein Tag. Vielleicht ein bisschen spät. Mehr oder weniger. Erlauben Sie? Oh, Dr. Landau, guten Tag, Sir. Guten Tag, Kismet. Bitte? Baronin Monte erwartet mich. Pronto. Oh ja, würden Sie bitte hereinkommen? Pronto. Nettes, freundliches Haus. Um welche Zeit wachen die Mumien auf? Sehr amüsant, Sir. Die Frau Baronin ist im Salon. Wen darf ich melden, bitte? Unwichtig, das mache ich schon selbst. Darf ich Ihnen aus dem Mantel helfen? Oh, verzeihen Sie, Sir, Ihr Kragen. Ja, Sie zerknittern ihn. Das wäre in Ordnung. Danke, Kleiner. Sehr amüsant. Be beside you, could I ask for more? Be thrill beside you. Mrs. Monte? Hallo, schönes Lied, nicht? Ja, es ist schön, aber Sie waren so verängstigt. I'm forevermore. I'm not stealing.
there's no more time. Kommen Sie. Zuerst muss ich eins wissen. Sind Sie ein Mann, der Angst vor Gefahr hat? Nein, du kannst so nah kommen, wie du willst. Baby, ich stehe das durch mit dir bis zu meinem letzten Atemzug. Bitte, Sie dürfen das nicht. Ah ja, das gibt Fingerabdrücke. Hören Sie gut zu. Mein Onkel, Baron Monté, kam in dieses Land, um... Ach, Ihr Onkel? Ja. Haben Sie nicht gesagt, der Bursche sei Ihr Mann? Ja. Ich brauchte Ihre Hilfe. Ich kenne die Männer. Irgendwie scheinen sie immer größeres Interesse an den Problemen junger Frauen mit älteren Männern zu haben. Oh nein, es scheint für Sie nur so auszusehen. Bitte hören Sie zu. Ja. Mein Onkel ist mit einem sehr wichtigen Auftrag hierher gekommen. So wichtig, dass er niemandem etwas darüber sagen wollte. Nicht einmal mir. Ah, Ihr Onkel also, nicht Ihr Mann. Vielleicht kann ich Ihnen Rabatt geben. Für Sie arbeite ich billiger. Bitte, jetzt nicht. So schnell wie. Okay, sagen Sie mal, hat Ihr Onkel irgendwelche Feinde? Nicht, dass ich wüsste. Aha. Und was ist mit diesem Haus? Wer wohnt hier? Es gehört einem Major Simon Montague. Er ist ein früherer Geschäftspartner vom Baron. Als mein Onkel verschwand, war ich außer mir. Da habe ich Major Montague angerufen. Er bot mir seine Hilfe an. Und was wissen Sie über ihn? Mein Onkel vertraute ihm bedingungslos. Aber ich begreife nicht. Er behandelt mich immer wie ein Kind. Er sagt, ich soll mich nicht aufregen. Er hätte die Dinge in der Hand und ich habe das Gefühl, ich werde dauernd beobachtet. Er war so lieb und zuvorkommend. Die ganze Zeit, seit meiner Ankunft. Es wird ein wenig dunkel hier drin, habe ich recht? Wir haben gerade von Ihnen gesprochen. Recht schmeichelhaft, hoffe ich. Vielleicht hätte ich ein bisschen lauschen sollen. Wenn es irgendetwas gibt, mein Herz zu erwärmen, dann ist es herauszufinden, ob Menschen mich so sehr mögen, wie ich sie mag. Ich glaube, ich hatte noch nicht das Vergnügen, Sir. Oh, Mr. Craig. Guten Tag, Mr. Craig. Nett, Sie kennenzulernen. Ich dachte, Sie seien Mr. Craig. Ich heiße auch Craig, wenn das kein das Zufall ist. Das ist Major Montague. Ich lernte Mr. Craig an Bord kennen. Ja, ich bin immer noch ein bisschen seekrank. Nun, jedenfalls freue ich mich, Sie kennenzulernen, mein Sohn. Wenn ich irgendetwas tun kann, solange Sie im Lande sind, sagen Sie es mir nur. Oh, danke, Sir. Mögen Sie eine Zigarre? Nein, danke. Ich muss noch Auto fahren heute. Craig, tja. Wo habe ich denn den Namen schon mal gehört? Madame, da ist dein Anruf. Bitte nehmen Sie ihn entgegen. Immerhin, Carlotta. Es könnte doch wichtig sein. Ja, Sie haben ganz recht. Entschuldigen Sie mich, Mr. Craig. Also dann, Sir. Jetzt ist Schluss mit dem Versteckspiel. Ja. Wie geht es Ihnen, Mr. McCloud? Tja, wie ist ein... Craig, mein Name ist Craig. Ich war an Bord, das wissen Sie doch. Oh, Sie wissen, dass... Sie Privatdetektiv sind. Oh, ja. Nennen Sie mich einfach Sam. Und um Ihnen zu zeigen, dass mein Herz am richtigen Fleck schlägt, werde ich Ihnen ein bisschen beim Detektivspielen helfen. In Ordnung. Hier entlang, mein Sohn. Ich komm schon, Daddy. Ich habe da eine kleine Überraschung für Sie. Gestatten Sie, Gentlemen? Selbstverständlich. Das ist Mr. McCloud. Mr. McCloud, ich möchte Sie bekannt machen. Der Mann aus der Zeitung, Baron Monté. Sehr erfreut. Ja, aber sie hat gesagt, Sie seien entführt worden. Ich gebe Ihnen mein Wort, junger Mann. Ich bin keine Fata Morgana. Ja, aber sie sagte, der Baron wäre... Sie schien so... Ich verstehe es nicht. Sie ist ein liebenswertes Mädchen. Eine echte Blume junger Weiblichkeit. Vielleicht kann Dr. Landau über Sie berichten. Sie sind ihm, glaube ich, schon begegnet. Oh ja, wir hatten draußen ein längeres Gespräch. Wunderschöner Tag, nicht wahr? Ja, das habe ich gesagt. Nun, Mr. McCloud, wie Sie vielleicht wissen, ist es nicht die Aufgabe eines Psychiaters, Skelette aus irgendwelchen Familiengruften zur Schau zu stellen. Jedoch glaube ich, dass Sie Anspruch auf eine Erklärung für das seltsame Benehmen von Baron Montés Frau haben. Seine Frau? Aber sie hat mir gerade erzählt, sie sei seine Nichte. Vergangene Woche war sie seine kleine Schwester. Das finde ich gar nicht komisch, Major. Während der letzten 6 Monate litt Mrs. Monté an einer akuten Form der Schizophrenie. Verbunden mit visuellen Abweichungen und paranoiden Wahnvorstellungen von zunehmender Schwere. Mhm. Und wie geht's ihr geistig? Mr. McCloud kommt von Harvard, Doktor. Komm ich nicht. Volksschule für Knaben. Cleveland. Wollen Sie nicht hier Platz nehmen, bitte? Bitte. Ich versuche, den Fall zu simplifizieren. Oh, machen Sie sich keine Umstände. Ich komme auch so zurecht. Ich kümmere mich um...
Mrs. Monte hat die Zwangsvorstellung, dass ihr Leben in Gefahr sei. Und sie glaubt, dass ihr Onkel, der Baron, hier entführt wurde. Aber hören Sie, ich meine, warum bringen Sie sie nicht rein und zeigen ihr den Baron? Ja? Ja, das würde ich tun. Ich, No, Senor. Das wäre ein zu großer geistiger Schock, wäre es. Mein Vorschlag ist, Ihre Angst durch suggestive Therapie abzubauen. Dreht sie öfter mal so richtig durch? Ich meine, wenn Sie Besuch zum Essen erwarten, nehmen Sie ihr dann Messer und Gabel? Sie ist nur gefährlich, wenn sie gefühlsmäßig beunruhigt ist. Oh. Sie müssen in Ihrem Beruf viel mit ähnlichen Fällen zu tun gehabt haben, Mr. McCloud. Haben Sie? Ach, ich? Sicher. Ich könnte diese Schützers festnehmen oder in Ruhe lassen. Ich lasse sie gewöhnlich in Ruhe. Ich denke mir, es könnte ja jedem... Also dann, ich muss zurück ins Büro. Ich muss noch ein paar Fingernägel abheften, Fingerabdrücke. Tja, also dann. Wissen Sie, ich habe ein starkes Mitgefühl mit diesem armen, unglücklichen Mädchen. Ihr Verstand ist völlig durcheinander. Es ist einfach zum Erwachen. Tja, ich vermute, sie hat sogar etwas von einer Karte gesagt. Karte? Sie hat mir sogar eine gegeben, die ich aufheben sollte. Mysteriöse Karte, verschwundener Onkel, ganz schön albern. Wissen Sie, da war etwas in ihren Augen, was mich misstrauisch machte. Aber bei den Augen macht es mir nichts aus. Hat sie die Karte behalten? Ja, sicher. Warum nicht? Sie hat sie vielleicht nicht mehr alle hier, aber... Danke, Kismet. Und jetzt nichts anmerken lassen, mein Sohn. Kommen Sie herein, Carlotta. Eine ausgewachsene Meise unter einem so bezaubernden Pony. Ich habe gerade zu Ihrem Freund Mr. Craig gesagt, dass er hereinschauen soll, wenn er in der Nachbarschaft ist, um einen Drink mit uns zu nehmen. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Oh, Major, bleiben Sie noch. Sie kennen doch das Sprichwort, drei sind ein Paar, doch zwei ein Pfad. Sie passen schon auf sich selbst auf. Ja. Tja, da wären wir also endlich allein. Auf Wiedersehen. Wissen Sie, von wem der Anruf war? Napoleon. Ihre Schütze fängt an zu frenieren. Warum bin ich überhaupt aufgestanden heute? Ich habe gerade mit meinem Onkel gesprochen. Das ist lustig, ich auch. Mit wem? Mit meinem Onkel, Baron Monte. Er meint, ich soll mir keine Sorgen machen, aber ich bin völlig durcheinander. Gefühlsmäßig? Ja. Er sagt, er sei in Sicherheit. Ja, er ist in Sicherheit. Ich meine, er ist außer Gefahr. Er ist nicht in Sicherheit. Ganz sicher nicht. Nein. Es ist wie ein Spuk. Aber ich fühle, dass er in großer Gefahr ist. Ja, er ist in großer Gefahr. Aber er ist auch in Sicherheit. Er ist sicher. Ich rede wie ein Schiedsrichter. Verstehen Sie denn nicht? Jemand hat ihn zu diesem Anruf gezwungen. Jemand, der mir glauben machen will, dass alles in Ordnung ist. Oh, Mr. McCloud, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin mit meinem Latein am Ende. So weit war ich vor einer Stunde. Was ist denn los mit Ihnen? Mit mir? Ihr Schwester, nehmen Sie lieber Ihren Ring zurück. Aber Mr. McCloud, Sam, Sie dürfen mich nicht verlassen. Nicht jetzt. Nein, ich habe nur eine Verabredung mit dem FBI, Boss. Er ist nämlich ohne mich hilflos wie ein Baby. Aber Sam, wir wollten das zusammen durchstehen. Sie sagten, Sie würden bis zum letzten Atemzug bei mir bleiben. Und bei dem bin ich schon fast. Ah, jetzt regen Sie sich nicht auf, Mrs. Monte. Hören Sie nur auf den Major, das ist ein sehr netter Mensch. Und er mag Sie. Oh, die haben mit Ihnen gesprochen. Die haben Ihnen was eingeredet. Ach, Sie sind verrückt. Ich meine, Sie sind albern. Kein Mensch hat mit mir gesprochen. Ich habe nicht mal mit mir selbst geredet. Oh ja, die haben. Die haben Ihnen etwas eingeredet und Sie glauben es. Oh nein, ich bin auf Ihrer Seite. Aha. Nun weiß ich endlich, wer hinter all dem steckt. Major Simon Montague. Oh. Nein, wir stehen das zusammen durch, Baby. Bitte glaub ihnen nicht, Sam. Ha? Bitte sag, dass du mir helfen wirst. Bitte. Bitte, Baby. Tu's für Mama. Mama ist die Beste. Liebling, versprich mir, die Karte wie dein Leben zu schützen. Ja, das mache ich. Moment mal. Die Karte. Ja, komm, gib mir das. Du kannst den Postboten später öffnen. Ja, naja. 6 Uhr schon, dann wird's Zeit. Tja, und dann bis bald. Also, ich verlasse das Haus und bin gerade auf dem Weg zu meinem Wagen, als ich merke, dass wir uns getrennt hatten. Mein Revolver und ich, mit Halfter und allem. Ich überlege mir, dass nur die kleine Miss Wirrkopf ihn geklaut haben konnte, als sie mich küsste. Ich will ihn mir wiederholen, überlege es mir aber anders. Ich entdecke ein großes Fenster um die Hausecke herum und entschließe mich raufzuklettern und reinzuschauen. Ich überlege mir, die einzige Methode, an innere Angelegenheiten zu kommen, ist von außen. Also ich flitze in etwa 3 Sprüngen den Hügel hoch wie jeder andere Bock und beziehe Beobachtungsposten.
Und jetzt haltet euch fest. Der Knabe, von dem es hieß, dass er nicht laufen könnte, ist aus dem Rollstuhl raus und hüpft in der Gegend rum, munter wie ein Vogel. Und da wusste ich, dass Carlotta nicht verrückt war. Ich hole meine Kamera raus und will gerade Beweisstück A knipsen. Da kommt der Gorilla auf das Fenster zu. Ich denke, der hat mich gesehen. Aber nein, er zieht das Rollo genau vor meiner Nase zu, als wäre Damenabend im türkischen Bad. Ich bin starr vor Schreck. Aber nur eine Sekunde. Das Schlüsselloch. Jetzt kommt meine Erfindung zum Tragen. Die großartigste Erfindung seit der Erfindung der Knoblauchpresse. Das reicht, sage ich mir. Nächste Station, das Verbrecheralbum. Wo ist das Vögelchen? Klick. Nicht doch, Carlotta. Was ist denn das? Oha. Er hat den Baron gesehen. Er hat eine Aufnahme gemacht. Foto, holt die Kamera oder ich ziehe euch das Fell ab. Da fährt er. Stoppt ihn. Schließ die Tore. Beide Tore. Für die heiße Kiste. Wir haben ihn verloren. Der muss die andere Straße genommen haben. Dreh um. Hey, du dickes Straßenschwein, was glaubst du? Hallo Süße, hier ist Joe. Mensch, was muss dieser Joe für ein Kerl sein? Ja? Lass ihn nicht rein, das ist ein Gerichtsquartier. Wo bleibst du, Süße? Das muss ich mir unbedingt merken. Das kühlt ab, Joe. Dass du das schaffen würdest nach unserem Bad. Du Schatz, du. Wir haben das durchgestanden wie Männer. Hallo, Vermittlung? Geben Sie mir die Polizei. Ja, ich bleib dran. Schön hart, aber er macht weich. Kleiner, hä? Vermittlung? Vermittlung, der Anruf hat sich erledigt.
sehr aufmerksam von dir, das negativ beizulegen. Als ich zu mir kam, war ich betreten wie eine Fußmatte. Ich hatte eine Beule, dass mein Kopf doppelt so groß war, und darin dirigierte Toscanini die Amboss-Polke mit echtem Hammer. Als ich den Schnapsmarke Dampframme sah, beschloss ich, bei Malzbier zu bleiben. Dann begannen die in meinem Kopf wieder mit den Hämmern zu klopfen. Doch das Hämmern war nicht in meinem Kopf. Jemand klopfte an die Tür, und es war nicht McClouds Tür, es war meine Tür. Meine Tür zum Büro. Oh, Sie sind... Ja, ich bin's, Mr. Jackson. Psst, mein Kopf. Und wie steht's jetzt? 7-4 für die Yankees. Hören Sie, Mr. Jackson, ein Mann in Ihrer Stellung sollte nicht trinken. Na, wer trinkt denn hier? Ach, das, na, das ist eine Flasche Einmachhilfe. Ich will das Bild von meinem Baby. Das Bild? Oh, warten Sie einen Moment. Wo gehen Sie hin? Eine Sekunde. Mr. Jackson. Warten Sie. Mr. Jackson. Aha, Sie haben es. Es ist fort. Es ist weg? Lassen Sie mal. Ich hatte es hier, dann habe ich es da hingelegt. Das muss ausgerechnet meinem Schatz passieren. Nein, es dreht sich nicht um Schatzis Bilder, Mrs. Fong. Hier ist das negativ. Lassen Sie sich woanders Abzüge oder sowas machen. Woanders? Ich habe mich aus dem Geschäft zurückgezogen. Ich bin Rentner. Vergessen Sie das nicht, wenn Sie noch ein Baby kriegen. Ruhe, ich muss nachdenken. Junge, jetzt geht's aber rund. Jetzt gibt's ungeheuer Wichtiges zu tun, was? Was muss ich denn zuerst machen? Carlotta. Hey, da ist er. Das ist der Karl. Schnappt ihn. Achtung, ihr gehört zu der Bande. Jetzt spuck aus. Was habt ihr mit dem Baron gemacht? Und keine Mätzchen, wir meinen's ernst. Ran jetzt, Jungs. Verzeihen Sie bitte. Was geht denn hier vor? Tu nicht so unschuldig, du mit deinen himmelblauen Augen. Aufpassen, da hat er Messer. Haben Sie ein Messer? Na sicher habe ich ein Messer. Ich bin der Gärtner. Was? Was hast du dir gestern gedacht? Ich bin eine Chrysantheme. Er wollte mich zurechtstutzen. Moment mal bitte. Wohnt hier jemand mit dem Namen, Carlotta Monte? Carlotta Monte? Wer ist Carlotta Monte? Du weißt das doch. Die wohnt hier bei Major Montague. Wer ist Major Montague? Hören Sie, dieses Haus gehört der Familie Crandall. Sie sind seit 4 Monaten in Südamerika. 6 Monate. Dann haben die Untermieter. Macht's Ihnen was aus, wenn wir uns umsehen? Nein, durchaus nicht. Entschuldigen Sie bitte. Hier entlang. Ich werde es Ihnen zeigen. Wahrscheinlich verstecken sich alle hier. Dicht dranbleiben. Hey, was ist das? Sieht aus, als ob niemand zu Hause ist. Ich hoffe, das ist nicht persönlich gemeint. Was meinen Sie, Sergeant? Ich meine, eine Verwarnung ist angebracht. Hey, bringen Sie Ihre Sterne nicht durcheinander. Sie haben das alles noch nicht verstanden. Die haben mein Auto repariert, die haben die Tore repariert, die machen alles. Das ist Ihre Spezialität. Sie wollen die Leute glauben machen, dass jeder verrückt ist. Bei Ihnen hat es am besten geklappt. Oh nein, warten Sie einen Moment. Sie müssen mich anhören, Kollegen. Das ist der größte Betrug seit dem trojanischen Pferd. Danke sehr. Warten Sie noch. Beweg dich endlich. Du hast eine lange Fahrt in die Stadt zurück. So, dann werde ich euch mal was sagen. Was? Ich mag lange Fahrten. Na komm schon. Gut. Und wenn du uns nochmal belästigst, dann werde ich dir eins auf die Nase geben, dass sie aussieht wie bei einem normalen Menschen. Na, das wäre es vielleicht wert. Tut uns leid, dass wir sie belästigt haben. Für einen Ausländer sind sie ganz in Ordnung. Ich werde bald eingebürgert. Ich lerne schon für meine Prüfung. Übrigens, kann mir einer der Herren sagen, wer der 8. Präsident der Vereinigten Staaten war? Bis bald, Kumpel. Er geht zur Rückseite. Naja, du weißt, was du tun musst. Sicher weiß ich das. Nein, das meine ich nicht, du Dummkopf. Warum ist er zurückgekommen? Warum will er das Haus durchsuchen? Er sucht nach Anhaltspunkten. Anhaltspunkte? Falls er Anhaltspunkte für Carlottas Verbleiben sucht, sieh zu, dass er welche findet, dies hier findet. Dies hier? In diesen Tarzan-Film. Thank you.
Seacliff Lodge. Ach so, da ist sie. Halt. Meine Spuren hinterlassen. Jetzt wusste ich, wo die Puppe war. Es galt, sie dort zu finden. Ich stieg also in meinen Superflitzer und fuhr los. Etwa eine Stunde später entdeckte ich ein Schild. Seacliff Lodge. Ich fahre also rein, um das Mädchen aufzuspüren. Ich tue einfach so, als sei ich ein Gast, der Erholung sucht. Das Anwesen war genau das, was ich erwartet hatte. Eine piekfeine Sommerfrische. Komplett mit Golfplatz. Hallo? Entschuldigen Sie, wie komme ich von hier zum Hotel? Das Hotel? Da wohne ich ja. Immer geradeaus. Danke. Entschuldigen Sie. Ist Ihnen aufgefallen, dass ein gut aussehendes, dunkelhaariges Mädchen gestern eingezogen ist? Psst. Ich kann nicht reden. Möchten Sie die letzten drei Löcher spielen, dann kommen Sie direkt hin. Ja, in Ordnung. Aber was wird mit meinem Wagen? Den werden die nachher holen. Crawford ist mein Name. Oliver J. Crawford. Meiner ist Smithers. Eisen 9. Wollen Sie als Erster schlagen? Ja, gern. Sagen Sie, die Dame gestern Abend, haben Sie bemerkt, ob sie allein war? Wie wär's mit einer kleinen Wette? $1 pro Loch. In Ordnung. Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie... Meiner liegt direkt im Loch. Es geht übers Wasser. Na denn. Daneben. Das Loch muss sich bewegt haben. Ich habe das Gefühl, dass ich heute eine ganz gute Runde hinlegen werde. Ah, ja? Sauber über das Hindernis gekommen. Habe ich nicht gesehen. Glatt ins Loch. Anerkennenswert. Danke. Ja, einen Moment dachte ich, Sie hätten gar keinen Ball. Pech gehabt, alter Junge. Sie liegen einen Schlag zurück. Wo ist Ihr Ball? Da liegt er. Hübsch geschwindelt. Genau auf dem Grün. Ich kann das Grün nicht mal sehen. Aber ich? Sagen Sie mal, Smithers, was ist mit dem Dollar, den Sie mir schulden? Ich schulde Ihnen ein Dollar pro Loch. Netten Trick haben Sie drauf. Danke. George Washington. Wo? Der wohnt auch hier bei uns. Im Ernst? Er hat das Zimmer direkt neben meinem. Aha. Der hält mich die ganze Nacht wach, weil er den Yankee-Doodle auf seiner Querflöte spielt und dazu noch falsch. Warum erzählen Sie das nicht Petrillo? Hey, Sie, Beeilung, schnell, halten Sie die fest, die Spinne. Ich such dich doch, mein Herzblatt. Wir werden jetzt zum Doktor gehen. Doktor? Sanatorium, oh nein, Sie haben mich missverstanden. Ich bin nicht verrückt. Ich weiß, ich weiß. Du magst vielleicht ein paar Walnüsse. Walnüsse? Warum nehmen Sie nicht die Taubennüsse? Die sind beknackt. Ich will doch dich. Ich werde es dir beweisen. Ich bin in Ordnung. Ich bin normal. Achte auf die Koordination. Naja, das war die falsche Hand. Warte ab. Ich werde noch üben. Bis später. Komm doch mit. Vorsicht, das ist meine Hand zum Flippern. Wir müssen doch das zum Doktor. Das hat keinen Zweck, Freund. Ich gehe nicht mit. Oh, ich will zum Doktor. Ich muss zum Doktor. Doktor! Pass auf, oder wir kriegen den Arm nie wieder runter. Oh, oh, das ist besser. Viel besser. Da fehlt ein Teil. Solche Sachen können für immer bleiben. Oh, Kleiner. Hallo. Ist er als Patient hier? Willkommen auf Seacliff Lodge. Gymnastik! Ich habe keinen Kurs belegt. Die Karte. Wo ist die Karte, hä? Sie haben sie nicht mitgebracht. Das ist sehr schlimm. Ich habe doch nicht erwartet, Sie hier zu treffen. Holen mich aus der Schräglage. Das ist sehr schlecht. Willst du mir einen Schock beibringen? Ich weiß nicht, was hier vorgeht. Und Angst habe ich auch keine. Sehen Sie? Sie bekommen Gesellschaft, Ma'am. Carlotta! Sam! Oh, Sam, es tut mir so leid. Ah, schon in Ordnung, Baby. Warum musste ich das nur machen? Jetzt habe ich dich mit in den Schlamassel hineingezogen.
Oh, Moment mal, komm ja nicht auf die weibliche Tour. In Ordnung. Und auf die männliche schon gar nicht. Na du? Ich ahnte ja nicht, dass es so formell würde. Ich bin gleich bei Ihnen, Boss. Kommen Sie her und setzen Sie sich, mein Sohn. Wir müssen ein bisschen miteinander reden. Ja, ich werde reden und Sie werden sitzen. Ich erledige das Reden. Wann werde ich sitzen? Die Karte, Kismet? Er hat sie nicht dabei, Simon. Nicht? Nein. Das ändert die Sachlage ein wenig, stimmt's? Ja, das ändert die Sachlage. Sam, mein Junge, kürzlich habe ich Baron Monté angeboten, die Schürfrechte auf einem Teil seines Grundbesitzes zu erwerben. Unglücklicherweise lehnte der Baron mein Angebot ab. Er kam in dieses Land, um das Geschäft mit jemand anderem abzuschließen. Wer ist jemand anders und was für Schürfrechte? Sie werden so neugierig, mein Sohn. Und das ist nicht gesund. Na ja, möglicherweise sieht die kleine Carlotta einen Lichtstreifen am Horizont. Weißt du, ich kann dich sehr gut leiden, Carlotta, und ich mag nicht, dass du mir etwas verschweigst. Lass sie in Ruhe, du falscher Hund, du falscher... Mir fällt nichts mehr ein. Gut, dass du hier bist, sonst würde ich brutal... Carlotta. Onkel Stefan, geht es dir gut? Ja, Kind. Sie haben mir nichts angetan. Du, ist das dein Onkel? Der sieht genauso aus wie der, von dem ich das Foto gemacht habe. Das hätten Sie behalten sollen. Das Foto hätte uns alles verderben können. Carlotta, gib mir bitte Feuer. Simon, wenn du gestattest, ich würde den Baron gern mit ein paar grundlegenden Pakten bekannt machen. Sehen Sie, Monsieur le Baron, wir haben Sie, wir haben Ihre Nichte und... Da wir Mr. McCloud haben, haben wir Ihre Karte. Noch nicht, mein Lieber. Ja, aber bevor die Chrysanthemen blühen, werden wir sie haben. Bitte wirf das weg, ja? Komm her, Willi. Und jetzt wollen wir aufhören, herumzualbern. Ich will die Karte haben und ich will sie jetzt. Was Sie wollen und was Sie kriegen, sind zwei verschiedene Dinge. Und ich bin jetzt nicht in Geberlaune. Aber ich... Hey. Ruhig Blut, Kismet, ruhig Blut. Sei nicht so grob zu Sam. Der verträgt das. Der arme Junge ist verwirrt. Der weiß gar nicht, was hier vorgeht. Tut mir leid, Schatz, ich wollte dir nicht zu nahe treten. Sie sind das. Nun mal zur Sache, mein Sohn. Wo ist die Karte? Ach, die wollen Sie. Warum sagen Sie das nicht gleich? Dann hätten Sie sich die harte Tour sparen können. Sam, tu es nicht. Die werden es ohnehin aus uns rausprügeln, da können wir es ihnen genauso gut sagen. Mach schon, Herzblatt, sag es ihnen. Also gut, ich habe die Karte in einem Wasserkühler in meinem Büro. Der lügt, ich habe sein Büro genau durchsucht. Nein, du hast im falschen Wasserkühler nachgesehen, der, den ich meine... Sam, wir können Ihnen meinetwegen die Wahrheit sagen. Die Karte finden Sie in einem Wasserbehälter, im Ferry-Gebäude. Ja, im Ferry-Gebäude, im Wasserkühler neben dem Kiosk. Im dritten Becher von oben. Wir werden das überprüfen. Toni, du brauchst ungefähr 3 Stunden zum Ferrygebäude und zurück. Fahr los, mein Sohn. Doktor, registrieren Sie die beiden als Patienten. Für den Fall, dass Ihnen etwas zustoßen sollte, ein Unfall oder so, füllen Sie die üblichen Papiere aus. Denn möglicherweise sucht Toni das Gebäude vergebens ab. Suche James Collins auf Engineering Facts Corporation. James Collins? Sam? Sam, kannst du mich hören? Was gibt's, Baby? Ich habe doch von meinem Onkel eine Zigarette gekriegt. Da war eine Nachricht von ihm drin. Wir haben 2 Stunden, um hier herauszukommen. Es hat keinen Sinn, sich Gedanken zu machen, wann Toni zurückkommt. Die haben mir alle Klamotten weggenommen. Meine auch. Im Ernst? Im Ernst? Hast du eine Haarnadel? Sam, das ist nicht der Augenblick, um an unsere Aufmachung zu denken. Hier. Gut. Woher wusstest du das mit der Zigarette? Mein Onkel ist Nichtraucher. Darum, als er mich um Feuer bat, da... Wir sollen uns in Verbindung setzen mit James Collins. Engineering Facts Corporation. Aha. Das habe ich nur 1000 Mal gesehen. Wer ist dieser James Collins? Ich weiß es nicht, aber wir müssen ihn finden. Also
ist doch immer so einfach. Wir stecken die Haarnadel ins Schloss, drehen kurz um und... Komm, komm rein. Wir spielen später auf dem Teppich. Steh auf. Komm jetzt. Oh. Schnell, verschwinde, schnell. Oh, du bist es. Okay, dreh mir den Arm um. Ich bring dir was zum Essen. Ich hab das alles selbst gekocht. Ich hab gar keinen Appetit. Ich würde viel lieber einen langen Spaziergang machen. Oh, das würden die dir nie erlauben. So. Du weißt, Herzblatt, ich mag dich. Du hast eine komische Art, das zu zeigen. Ich versuche immer noch, meine Knochen zu sortieren. Das tut mir leid. Du weißt eben nicht, wohin mit deiner Kraft. Tja. Weißt du, Willi, ich mag dich auch. Du magst mich. Yes, Sir. Was für ein Körperbau. Wie ein Stauder mit Beinen. Und was für Schultern. Und dieser Arm. Wie ein Schraubstock. Lass nach, lass doch nach. Auf, du. Ich mach bloß Spaß. Hey, Herzblatt, macht es dir was aus, wenn ich auch an deine Muskeln fasse? Nein, mach ruhig. Gib dir nur Mühe, der muss ja irgendwo sein. Oh, da ist er. Das ist wie bei einer alten Frau. Langsam, langsam! Alles, was du anfasst, fällt sofort auseinander. Weißt du, Willi, ich wette, dass du bei deiner Kraft diesen Heizkorb herausreißen könntest, mit den Wurzeln, um Akkordeon drauf zu spielen. Ne? Das wäre doch ein Spaß. Oder könntest du einfach diese Gitterstäbe nehmen und auseinanderbiegen? Hä? Oh, ich gebe dich gerne an. Komm, zier dich nicht. Gib an! Also gut. Das ist großartig, Willi. Mann, bist du stark. Ich werde den Heizkörper auch noch rausreißen, soll ich? Nein, 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 nein. Das ist genug für heute. Du bist eine Wucht. Ja, so was schafft Spinat. Du bist der Größte. Ich kauf dir nachher eine Dose, ja? Ich danke dir vielmals. Ach, so. Wir sehen uns ja nachher wieder. In Ordnung, danke. Ich muss immer ordentlich sein, sagt Mama. Willi? Hast du das gehört? Ja. Großer Detektiv von Schwachsinnigem überlistet. Wir müssen hier rauskommen. In 2 Stunden werden wir... Ja, ich weiß, wir sitzen wie Ratten in der Falle. Wenigstens sind wir ein Rattenmädchen und ein Rattenjunge. Hier ist das Essen. Danke. So, mein Schatz. Kein Zweck, sich zu wehren. Sagte ich's nicht? Es hat keinen Sinn, sich zu wehren. Komm jetzt. Nein, nimm den Schlüssel. Hä? Ich bin Ihre Krankenschwester, Herr Patient. Oh, großartig. Ich hol mir nur noch mein Kostüm. Wenn wir die Treppe runter sind, trennen wir uns. Wir treffen uns an meinem Wagen. Du kannst sie nicht übersehen. Ein graues Cabriolet. Die Hupe macht Tatutata. Ein konservatives Modell. Gut, aber wenn Sie die Autoschlüssel haben... Auch ich nicht. Da gibt's einen Trick. Den mit den Drähten. Ist ja schon gut. Schwester? Phenobarbital? Mhm. Phänomenal. Ich glaube, ich bin zu gut. Komm weiter. Oh, warte. Oh. Warte einen Moment, warte. Mal sehen, was da drin ist. Ja. Da ist nichts weiter drin als dieses alte Mottenlockmittel. Zieh an. Und das ist meiner. Deiner? Ist ein hübsches Stück, ne? Das brauchen wir nicht. Komm weiter. Wenn wir an die Tür kommen, dann rennen wir los. Hallo, Fremder! Oh. Na, wie geht's, meine Liebe? Du hast dir ein hübsches Schwesterchen angelacht. Ehe du dich versiehst, bist du draußen. Bis bald. Er ist einer von uns.
Aus wie vielen Körperschaften besteht unsere Regierung? Unsere Regierung besteht aus 3 Körperschaften. Wie heißen die 3 Körperschaften unserer Regierung? Die 3 Körperschaften unserer Regierung sind, hä? Die Legislative, die Exekutive und die Judikative. Ach. Was macht die legislative Körperschaft unserer Regierung, Sie macht die Gesetze. Was macht die exekutive Körperschaft unserer Regierung? Sie führt sie aus, die Gesetze. Sie wollen sich rausschleichen. Ach, Sie sind's. Na ja, beim Üben. Nein, bitte verlassen Sie mich nicht. Immer fleißig beim Üben. Wie reizend. Ah, oh, wunderbar. Warte mal. Halt dich zurück, Kleiner. Kleiner? Schau, ich wollte... Meisterhaft! Komm her, du Feigling. Hör doch auf, du kriegst doch nur Ärger. Warte, du stinkende Kanalratte. Das war nicht persönlich gemeint. Sagtest du Ratte? Komm her, wo bist du? Halt dich zurück! So, du! Du blöder Hammel! Warum? Du hast alles verdorben! Komm mit! Los, Willi, du gehst darum. Hey, ich sehe sie nicht. Schwärm aus, Willi, und such den Wald an. Schwärm aus. Psst, gut, Freund. Wie bist du sie losgeworden? Die Einzelheiten würdest du gar nicht verkraften. Ich hoffe nur, ich habe nicht zu hart zugeschlagen. Gut, dass es bergab geht. Ja. Ich mach die Bremse los. Zeig dir den Trick mit den Kabeln. Man braucht keinen Schlüssel. Das geht prima. Gib sie mir. Mit der Karre funktioniert aber auch alles. Mit dem Messer bist du besser. Na, still. Was ist los? Ach, ich fahr ja. Jetzt übernehme ich. Jetzt wird's ziemlich rau. Danke. Sobald wir in die Stadt kommen, rufen wir Mr. Collins an. Oder noch besser, wir fahren in dein Büro, holen die Karte und dann... Halt. Was ist passiert? Ich habe eine Neuigkeit für dich, Miss Monte. Ich steige aus. Sam, das kannst du nicht. Ich muss mich dazu zwingen. Diese Art zu leben ist zu viel für meine Nerven. Schäbigen Rest. Ich hol dir die Karte und dann sind wir quitt. Sag mir mal eins, MacLeod. Hast du immer Angst vor alten Männern mit einem falschen Südstaaten-Akzent? Moment mal, wieso bin ich dir verpflichtet? Alles, was ich weiß, ist, dass du mit einer tollen Geschichte und mit einem Ring in mein Büro kamst. Den Ring habe ich nicht mehr und in der Geschichte sitze ich dick drin. Mach das Verdeck zu. Es wird gleich regnen. Es regnet hier nie um diese Jahreszeit. Orangensaft. So, da wären wir. Ronnie Jackson, Babyfotograf. Ja, das bin ich. Und wo ist Sam MacLeod? Er ist nicht in der Stadt und das ist schlimm für uns alle, außer für ihn. Sie haben also Detektiv gespielt? Ja, und es langt mir, Schwester. In den letzten 24 Stunden hat man mich bewusstlos geschlagen, auf mich geschossen, mich verhauen und durch die Mangel gedreht. Und wenn ich immer noch lebe, dann nur, weil die Versicherungsgesellschaft nicht aufgeben will. Sie hat Angst, sie macht Bankrott. Hier ist Ihre Karte, Miss Monte. Der richtige Wasserkühler, aber im falschen Büro. Machen Sie es gut. Also gut. Leben Sie wohl, Sam. Ich meine, Mr. Jackson. Auf Wiedersehen. Und ich meine nicht bis später. Bis dann, Schwester. Warten Sie einen Moment. So können Sie nicht gehen. Sie sind ja Menschen. Das ist kein Problem. Kopf hoch. Warum müssen Frauen sich immer wie Frauen verhalten? Hier, hier sind ein paar Sachen. Wessen Sachen? Meine nehmen Sie, was Sie brauchen. Die mit den Spitzen sind noch in der Wäscherei. Kann ich mich hier umziehen? Nein, das ist mein Zimmer. Gehen Sie da hinter die Spanische. Sie sind zwar kein Detektiv, aber Sie benehmen sich so. Ich bin auch nicht gerade aus Zucker gemacht, Schwester.
meinem Beruf braucht man auch Nerven wie Schiffstaue. Ronnie? Was gibt's? Ich wollte Ihnen bloß sagen, dass ich nicht wirklich böse auf Sie bin. Und warum nicht? Ich bin Ihnen dankbar für alles, was Sie für mich getan haben. Selbst wenn Sie Sam McCloud wären, hätten Sie nicht mehr erreichen können. Hören Sie, versuchen Sie nicht, mich einzuwickeln. Von jetzt ab bleibe ich bei meinem Wo ist denn das Vögelchen? Und lass die Puppen in Ruhe. Ronnie? Ja? Ich glaube, Sie sind ein sehr tapferer Mann. Ich erkenne einen Feigling gleich, wenn ich einen sehe. Na du, Feigling? Aber ich habe sonst niemanden, an den ich mich wenden könnte. Wollen Sie mir nicht helfen? Nein, ich... Bitte. Nein, das machen Sie nicht. Für wie einfältig halten Sie mich eigentlich? Bloß weil Sie eine Frau sind und ich ein Mann. Sie schauen mich mit Ihren großen blauen Augen an. Sie lassen es zu, dass ich meine Arme um Sie lege. Und ich darf Sie an mich drücken. Immer fester. Sie bilden sich ein, ich würde alles für Sie tun, was Sie... Was willst du, Baby? Liebling, das Erste, was wir tun müssen... Was machen wir? Wir müssen James Collins finden. Collins? Ja. Nein, nein, wir müssen hier raus. Hier werden diese Typen zuerst nachsehen. Ich will nicht, dass dieser Kleine meinen Hals als Zielscheibe benutzt. Zieh dich aus. Was? Ich meine, zieh das an. Hier. Ach, ich krempel die lieber hoch. Wo ist mein Hut? Sie sind es, Mrs. Jackson, Fong. Schubsen Sie mich nicht so herum. Verzeihung. Beeil dich. Mr. Jackson, ich bin sehr von Ihnen enttäuscht. Ich Sie weiß. Machen ein Foto von Sonny, ja. Als er zum ersten Mal in seinem Leben lacht. Und dann geben Sie mir das falsche... Machen Sie sich deshalb keine Sorgen. Ich gebe Ihnen das Geld zurück. Beeil dich. Aber ich will mein Geld nicht zurück. Ich will das Foto von Sonny, wie er zum ersten Mal in seinem Leben lacht. Die kommen schon. Beeil dich. Beeilung. Die kommen schon. Lass uns gehen, solange wir noch hier sind. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich schicke Ihnen einen Check. Aber Sie haben mir das falsche Negativ gegeben. Als nächstes nahmen wir Kontakt mit Mr. Collins auf. Seine Sekretärin sagte, dass er abends eine Verabredung im Restaurant Polidor hätte. Jetzt gab's keine Probleme mehr. Montague und seine tüchtigen kleinen Spielkameraden, die waren erledigt, unten durch, unterwegs verloren gegangen. Also, Polidor hieß unsere nächste Station. Wir sahen jedoch nicht gerade nach High Society aus, darum habe ich mein Sparbuch geplündert. Ein Leihsmoking für mich und ein Abendkleid für Carlotta. Junge, die sah vielleicht aus. Naja, man kann aus einer Sache nur etwas rausholen, wenn man auch etwas hineinsteckt. Eine Stunde später kamen wir im Polidor an, einer von diesen neumodischen Läden, wo man Nerz zum Frühstück isst. Mr. Collins, Tisch. Wir sind verabredet. Oh ja, Mr. Collins. Er sitzt drüben am Fenster. Oh ja, da ist er, ja. George. Hier, ja, bitte. Einen Moment, mein Freund. Ein kleines Trinkgeld. Sagen Sie der blonden Dame am Tisch, sie wird am Telefon verlangt. Pronto. Selbstverständlich, Sir. Komm, Schatz. Verzeihen Sie, Sir. Sie werden am Telefon verlangt, Ma'am. Entschuldigen Sie mich, bitte. Mr. Collins, wir hätten Sie gern gesprochen. Ich glaube nicht, dass wir uns kennen. Setz dich. Fang an, Baby. Mein Name ist Carlotta Montaigne. Mein Onkel ist Baron Montaigne. Baron Montaigne? Ich glaube nicht, dass ich die Ehre... Mein Onkel meinte, wir sollten mit Ihnen Verbindung aufnehmen. Verzeihen Sie, da haben Sie leider den Falschen erwischt. Herr Ober, die Rechnung bitte. Hat diese Karte für Sie irgendeine Bedeutung? Wo ist der Baron? Henry, der Kellner sagte, Sie hätten einen Anruf für mich. Ich überprüfe das, Ma'am. Der Baron hat am Mittwochnachmittag einen wichtigen Termin in Washington. In Washington? In seinem Büro im Pilgrim Hotel. Pilgrim Hotel? Irgendjemand muss den Termin wahrnehmen. Irgendjemand wird das tun, aber wohl nicht der richtige Baron Montaigne. Richtig. Unser erster Zug ist, die örtliche Polizei zu benachrichtigen. Sehr richtig. Nein, Sie bleiben hier, Miss Montaigne. Ja, du bleibst hier. Diese Männer sind Mörder. Dann bleibe ich auch hier. Kommen Sie, kommen Sie. Ja. Wenn wir in einer Stunde nicht zurück sind, rufen Sie die Polizei. Aber die gesamte, klar? Das 10. Polizeirevier ist von hier das nächste. Gut, wir rufen von dort an. Je schneller das FBI diese Sache übernehmen kann, umso besser. FBI. Baron Montaigne hat am Mittwochnachmittag eine Verabredung mit dem Auswärtigen Amt. Junge, da steckt Dynamit drin. Sagen Sie, Mr. Collins, welche Rolle spielen Sie in der Geschichte? Ich bin Geologe. Ich habe mit Baron Montaigne in San Dimas gearbeitet. Ich habe die Karte angefertigt.
Sie zeigt die Lage eines großen Kryolithvorkommens. Ich kann nichts erkennen. Sie ist verschlüsselt. Oh. Gestern Morgen erhielt ich einen Anruf. Die Stimme klang genau wie die von Baron Monté. Wer immer das auch war. Er sagte, es gebe eine Umstellung mit den Plänen. Das Land sei nicht mehr zu verkaufen. Sie wissen, was das bedeutet? Nein, nicht so genau. Das bedeutet, dass vielleicht sogar eine andere Regierung hinter dem Kryolith her ist. Mhm. Kryolith, hä? Das dürfen die niemals kriegen. Was ist Kryolith? Kryolith? Das ist ein Erz, das Kryptobar enthält. Kryptobar? Das dürfen wir denen erst recht nicht überlassen. Was ist Kryptobar? Eine Grundlage für die Urangewinnung. Was ist... Uran? Oh, jetzt kapier ich. Ich lese ja auch Science-Fiction-Romane. Uran von... Das muss ja von rechts sein. Kommen Sie. So was Dummes. Plattfuß hat uns gerade noch gefehlt. Komisch, der ist in Ordnung. Kommen Sie. Hey. Hey, Mr. Collins, wir sind da. Mr. Collins? Was? Oh, Blut. Das ist nicht meins, das ist rot. Bleib, Karl Turani, Ronnie, bleib ruhig. Die Mordwaffe. Verzeihung. Aha, finde den Besitzer der Waffe und du hast den Mörder. Ja, das ist meine. Ja, meine, meine, meine. Und es sind meine Fingerabdrücke drauf. Es ist mir gleich, ob sie eine Freundin hat. Ich gehe nach Hause und hau mich ins Bett. Ich kann Verabredungen nicht ausstehen mit jemandem, den ich nicht kenne. Lieber falle ich tot um. Lieber falle ich tot um. Okay, ruf sie an. Ruf sie an. Hallo, Sie. Wer, ich? Sie glauben doch nicht, dass Sie so ohne weiteres davonkommen. Ich sage Ihnen, ich war es nicht. Ich war es nicht. Natürlich waren Sie es nicht. Dieser Feuerhydrant hat sich einfach an Sie rangeschlichen. Ach, das hier, ja, das... Zeigen Sie mir mal Ihren Führerschein. Ja, aber Sie sehen das ganz falsch, das ist nicht mein Auto hier. Ach, ist nicht Ihr. Nein, ich fahre nicht, ich trinke zu viel, ich habe Nasenbluten. Was treiben Sie dann hier? Naja, ich den muss den Betrunkenen wegschaffen, was? Nein, nein, das würde mir nie einfallen. Wie soll ich den denn allein wegschaffen? Außerdem sind einige meiner besten Freunde betrunken. Also, auf Wiedersehen, ich muss jetzt gehen. Nicht so schnell, das wirkt verdächtig. Bis bald, es war mir ein Vergnügen. Hör auf damit. Also, auf Wiedersehen, ich hab's eilig. Hallo, Sie. Hey. Halt, stehen bleiben oder ich schieße. So, damit wäre er versorgt. Er ist eine echte Hilfe für uns, der Junge. Was ist mit dem Mädchen? Carlotta ist kein Problem. Wir haben die Karte. Als ich Carlotta erzählte, dass sie Collins umgelegt hatten, war das für sie ein harter Schlag. Ich hätte den gern weich abgefangen, aber mir war selbst weich in den Knien. Ich saß ganz schön in der Tinte. Babyfotograf gesucht wegen Mord an Collins. Also wenn wir Püppchens Onkel und Mutter Jacksons Sohn Ronnie retten wollten, mussten wir der Bande zu Leibe rücken. Das hieß, unser nächstes Ziel musste Washington sein. Wir brauchten Geld, um dorthin zu kommen. Und das war Carlottas Sache. Wir kriegten die letzten beiden Sitze in einer Maschine nach Osten und um Mitternacht spielten wir dritten Abschlag mit den Rocky Mountains. Carlotta war sehr lieb. Sie sorgte für mich wie eine Mutter. Sie wollte wohl sicher gehen, dass ich nicht abhaue. Zur Tarnung trug ich Sonnenbrille und Bart. Ich musste auf Draht sein. Das Einzige, was mir Sorgen machte, war die Höhe. Die würde mich schaffen. Ich werde schon luftkrank, sobald ich auf einen dicken Teppich trete. Wir kamen am nächsten Tag gegen Mittag in Washington an und nahmen uns ein Taxi zum Pilgrim Hotel. Das war das Ende der Reise, die Abrechnung. Ronnie Jackson gegen Major Montague. Mein Hirn gegen das Seine in die Waagschale geworfen. Er hatte das Gehirn, ich die Waagschale. Angenommen, die haben kein Zimmer mehr neben dem meines Onkels. Wenn du ihn anlächelst, gibt er uns das ganze Hotel. Danke, Ronnie. Guck. Nett, sie mal wiederzusehen. Danke. Muy buena gente. Ich schätze, unser Messerwerfer wird nachkommen. Ich kümmere mich um das Zimmer. Sagen Sie, mein Freund, wir möchten gerne. Welche Nummer hat Baron Montes Suite? Tut mir leid, er ist nicht in der Stadt. Ach, mein Name ist Dawson vom Auswärtigen Amt. Oh ja, er erwartet Sie. Suite 14C. Dankeschön. Was ist denn hier
Ja? Oh, wir hätten gern ein Zimmer. Bitte etwas im 14. Stock. Wir haben leider gar nichts mehr. Was ist mit den Zimmern für Hennessy und McCarthy? Und Kelly? Und Schulz? Oh ja, würden Sie sich bitte eintragen. Sagten Sie nicht, Sie hätten kein Zimmer mehr? Tja, wenn Sie Kongressteilnehmer wären, dann könnte ich eventuell... Oh, natürlich nehmen wir am Kongress teil. Naja, Sie sehen nicht gerade wie ein Detektiv aus. Ja, manchmal sieht man es. Wohltätigkeitsverband der Polizeidetektive. Wissen Sie, ich bin nicht gerade ein Detektiv. Ich bin mehr so etwas wie ein Spitzel. Die sind im anderen Hotel. Macht's gut, Leute. Sehen wir das an. Wiedersehen. Wir wollen jetzt gehen, Jungs. Cheerio, hip hip und was man sonst noch alles sagt. Komm, Deborah, komm. Ja, wir wollen nicht zu spät zum Tee kommen. Eben, ich mag kein trockenes Teegebäck. Ich auch nicht. Bis bald dann. Auf Wiedersehen. Die neueste Ausgabe mit allen Einzelheiten. Die neueste Ausgabe. Polizei fängt Mörder. Sie haben mich. Der schreit doch was von einem Bandenmörder in New York. Einem Mörder aus San Francisco. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalten kann. Ich bin völlig ausgelaugt, wie ein Teebeutel. Dann hör doch auf, den Rest schaffe ich allein. Natürlich, jetzt, wo ich mit dem Rücken zur Wand stehe, wo ich als Mörder gesucht werde. Als Mörder. Du willst, dass ich aufhöre? Gut, dann lass mich... Ich... Hey, hast du die Klingel gehört? Welche Klingel? In Suite 14C hat man gerade nach Eiswasser geklingelt. Und wer glaubst du, bringt es rauf? Ich. Komm, mein Zimmer. Hallo? Ja? Hallo? Mensch, bring ihn zurück! Mr. Dawson, ich muss mit Ihnen reden! Mr. Dawson! Wohin, John? Nach rechts, Major Montague. Komm, Page, hilf mir mal bei dem Gepäck. Ja, aber das Eiswasser auf 14C hat eine Blondine Feuer gefangen. Ich muss mal nachsehen. Lass die Scherze und nimm die Koffer. Das ist ein Notfall. Komm, endlich. Na gut, Sklaventreiber. Kommandier mich nicht rum. Ich zahle auch meine Gewerkschaftsbeiträge. Alles in Ordnung, Tony? Na, geh schon. Hallo, Sie. Ja? Die Tasche da. Das Büro ist drüben. Bringen Sie die Koffer in das Zimmer. Aha. Die Tasche ins Büro. Na, Baron, wie war's? Einfach? Ich hab Dawson glatt eingewickelt. Psst. Nett, Sie wieder mal hier zu haben, Herr Baron. Bleiben Sie länger in Washington? Nicht lange, ein paar Tage vielleicht. So, und jetzt zu Dawson. Ich warte, bis wir allein sind. Psst. Soll ich die Fenster öffnen? Nein, nein, das ist schon in Ordnung. Danke. Ja, wunderbar. Lass es stehen. Hallo, Page. Lass es stehen. Page. Ich komm schon. Ja, Sir, schnell wie der Blitz. Ja, was alles, Sir? Ja, danke, das ist alles. Und für Ihren Kollegen. Einen Augenblick, junger Mann. Geben Sie das Ihrem Kollegen. Oh, ich danke, Sir. Hey! Hey! Sei nicht, du Nuss. Ihr wäre stolz auf mich gewesen. Kissnet nicht, er ist nie auf jemanden stolz. Komm mit. Stimmt. Also, wie steht's? Der Baron ist ein verstockter alter Mann. Er hat immer noch nicht geredet, er. Er kennt den Code nicht, behauptet er. Gib mir das. Oh, das ist ja mein Herzblatt. Du, Willi, wir sind Freunde, das weißt du doch noch. Sicher, ich mag dich. Komm, das erzählen wir nein, den anderen. Nein, Willi, die würden alles kaputt machen. Psst, wir sind Freunde, lass uns allein reden. Hier, nimm dir ein paar Walnüsse. Oh, das sind deine. Hier, steck sie in deine Tasche. Ja, das ist prima, danke.
Komm, nimm dir doch noch mehr. Oh, weißt du, ich mag Walnüsse mehr als alles andere. Psch. Nur keine Kokosnüsse. Kokosnüsse? Also die hasse ich, weil die passt dir nicht rein. Das werden sie aber bald. Ja. Hör mal, vergiss, dass du mich je gesehen hast. Ich bring dir ein paar Pistazien, die kannst du mit den Augenlidern knacken. Das macht Spaß. Psch, du bist ein Kumpel. Oh, bis bald. Bis bald, Willi. Ja. Bis bald. Wiedersehen. Ja. Hey, wisst ihr, wen ich gerade gesehen habe? Das muss der Teil sein, der zum Code passt. Psst, Ruhe. Was machst du da? Ich knack Nüsse. Und weißt du, wer sie mir gegeben hat? Hin. Er war drüben. Hör auf, uns zu unterbrechen. Aber ich wollte... Halt den Mund. Das ist aber nicht nett, so mit einem zu reden. Psst. Gut, wenn ihr wollt, sage ich nichts mehr. Was zu sehen? Oh, psst, du hast dich ganz schön dünn gemacht. War was in der Tasche da? Nur das. Die sind so clever, etwas schriftlich festzuhalten. Aha. Würde denen ja eine Ballerei liefern, aber dann wird alles schmutzig. Ich habe den ganzen Aktenschrank durchsucht. Ja, wir müssen irgendetwas über sie finden, sonst können wir einpacken. Wir müssen irgendetwas über sie finden, sonst können wir einpacken. Ja, das habe ich gesagt. Hey. Was ist das? Das ist ein Aufnahmegerät. Es wiederholt, was du sagst. Für einen Kerl, der zu dick ist, seine Sekretärin auf dem Schoß zu halten. Weißt du, wie das geht? Klar, man spricht ins Mikrofon und macht eine Schallplatte. Das ist es. Das ist was? Du bedienst das Gerät und ich bringe sie zum Reden. Das ist eine der besten Ideen, die ich jemals hatte. Meisterhaft, was du schaffst, wenn du nachdenkst. Gut, hol sie rein. Was war das? Ich weiß nicht, das kam von da drin. Carlotta, zum Zimmermädchen avanciert. Ihr seht, sie ist gefährlich. Wir müssen sie loswerden. Lass sie los, Gizmet. Wir können uns hier keinen Ärger leisten. Aber es gibt keinen Ärger. Ich stecke sie in eine Kiste und schicke sie zu meinem Bruder nach Kalifornien. Ich sagte, lass sie los. Geht nur, Jungs. Ich mach das schon. Setz dich, Carlotta. Setz dich. Setz. Was ist eigentlich mit deinem Freund? Wie war noch sein Name, Mr. Jackson? Dieser Schwachkopf. Er weiß nie, wann er seinen Mund halten muss. Ich war zu schlau für ihn. Und jetzt bin ich allein. Und zu schwach, um noch länger zu kämpfen. Oh, es gibt wirklich nichts zum Kämpfen, Liebling. Ich zeig dir, was ich meine. Carlotta, ich habe dir mal ein sehr großzügiges Angebot gemacht in dieser Sache. Die Karte? Ja, die Karte. Nun wiederhole ich das Angebot. Es scheint hier etwas zu fehlen. Der Code. Du besorgst mir den Code über die Uranvorkommen in San Dimas und ich lasse euch beide gehen. Sie meinen mich und meinen Onkel? Ja. Ich verstehe. Andernfalls? Du weißt, was wir mit Mr. Collins gemacht haben. Was soll das heißen? Wir? Ich war das, ständig herabzusetzen. Wenn ich eine Arbeit übernehme, dann mache ich sie auch. Ich glaube, wir sollten keine Zeit damit verschwenden, dass wir uns untereinander streiten, Gizmet. In Ordnung. Wissen Sie... Ich muss einen Moment darüber nachdenken. Das ist eine schwere Entscheidung. Ich hab's nicht gern, wenn man mich warten lässt. Ich auch nicht. Hast du mich verstanden, Carlotta? Also, haben Sie wirklich Mr. Collins umgebracht? Wer denn sonst wohl? Dieser Babyfotograf? Dieser nachgemachte Detektiv? Was sagst du dazu? So eine gute Arbeit. Eine künstlerische Arbeit und sie glaubt, ein Amateur war's. Ach, hör auf, um Applaus zu betteln. Ich bettel nicht um Applaus. Ich warte, Carlotta. Hast du mich verstanden? Kismet, ich kann nicht glauben, dass Sie Mr. Collins getötet haben. Aber ich war's! Ich habe ihn umgebracht! Ich habe ihn umgebracht! Wie oft muss ich das noch sagen? Danke, das genügt. Danke, das genügt. Hände hoch, hoch damit! Vorsicht, Kleiner. Ein Schritt und du bist ein toter Zwerg. Ihr habt mich nicht erkannt, was? Gib mir die Karte rüber. Komm her, Baby. Sonst gerätst du noch ins Kreuzfeuer. So, jetzt holt eure Freunde rein. Beeilt euch, sonst stanze ich den so voll Löcher, dass er aussieht wie eine fette Klarinette. Macht schon, bringt sie rein. Geht zurück, Mann. Beeilung, bitte. Gute Arbeit, Baby.
In Ordnung, Jungs, ihr könnt jetzt reinkommen. Kommt rein. Beeilung, kommt rein. Und hübsch vorsichtig, Leute. Ich habe für jeden von euch eine Kugel in der Trommel. Und eine ist übrig, falls ich noch jemanden atmen höre. Erinnerst du dich an den Polizeikongress? Sag denen, ich gebe eine kleine Party in 14C. Beeil dich. Kommst du zurecht? Zurecht, das ist genau die Arbeit für mich. Los, stellt euch da an die Wand. Mal los, ich halte euch in Schach. Zurück, alle. Zurücktreten, habe ich gesagt. Also gut, dann trete ich eben mal zurück. Also macht schon, Leute, seid vernünftig. Das Mindeste, was ihr tun könnt, ist, die Hände hochzuheben. Haha, haha. Warum bin ich nicht gleich drauf gekommen? Seht ihr diese Schallplatte? Das ist eine Swing-Nummer. Und ihr werdet danach ganz schön tanzen. Willi? Was ist mit Willi? Gib mir die Platte. Vorsicht, Walnuss! Dir will ich doch nichts tun. Was, du Feigling? Du trittst mit den Füßen? Entschuldigung. Los ihm nach! Holt die Schallplatte! Schnappt ihn! Holt die Schallplatte! Halt! Wenn ihr auch nur einen Schritt näher kommt, dann zerbreche ich die Platte in 1000 Stücke! Moment mal, wer sitzt denn hier in der Klemme? Bitte, meine Herren, noch höher kann ich einfach nicht. Die Decke, ich stoß mir den Kopf. Willi, hol dir die Platte. Ah, du kriegst keine Pistazien. Oh, 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 oh. Gib sie Willi, pass auf. Mir doch, Herzblatt. Aha, Ray Milland war hier. Gib sie mir doch. Ich tue es nicht gern, Willi. Hol die Schallplatte. Was geht denn hier vor sich? Ich bin Lieutenant Tennessee. Oh, Lieutenant. Mann, bin ich froh, dass Sie da sind. Nehmen Sie den Mann fest. Er ist ein Verbrecher, ein Mörder. Es sind alles Mörder. Bleib hier. Bist du verletzt? Nein, danke. Sie kamen gerade rechtzeitig. Was gibt's denn? Der junge Mann ist ein bisschen durcheinander, Lieutenant. Ich möchte Ihnen Ronnie Jackson vorstellen, der vom Staat Kalifornien wegen Mordes an einem gewissen James Collins gesucht wird. Moment mal, wenn Sie sich die Schallplatte anhören, werden Sie wissen, wer Collins ermordet hat. Ja, holt die Platte. Und wir werden... Ah, wo ist die Platte? Türen zu. Ach, hier ist sie. Kommt, anhören. Hören Sie sich das an. Kommen Sie. Bleib hier, Jim. Ja, Sir. Kiss, man. Und das ist nicht alles, was ich Ihnen zeigen werde. Ich mache die Kerle fertig. Der Mann ist verrückt geworden. Warten Sie, bis Sie das gehört haben. Das bringt Sie alle ins Kitzchen. Während Sie einen Kongress abhalten, habe ich eigene Ermittlungen angestellt. Auf moderne Weise hier mit meinem Aufnahmegerät. Brauchen Sie Hilfe? Gib mir die Schallplatte. Hau ab, du Gartenzwerg. Schon gut. Meine Herren, die Schallplatte, die Sie jetzt hören, räumt nicht nur einen Mordverdacht gegen mich aus dem Weg, sondern deckt auch eine gefährliche internationale Verschwörung auf. Eine Verschwörung, deren Ziel es ist, die Zivilisation zu zerstören. Hören Sie. He says murder, he says. Every time we kiss, he says murder, he says. At a time like this, he says murder, he says. Is that the language of law? Und das ist nicht meine Schallplatte, die haben die vertauscht. Die haben ja eine andere Schallplatte untergeschoben. Nein, warten Sie mal. Komm vor, Junge. Einen Augenblick, bevor Sie ihn mitnehmen. Er hat etwas in seiner Tasche. Und zwar etwas, das mir gehört. Geben Sie mir die Karte. Sie gehört ihm nicht. Sie gehört Baron Monté. Fragen Sie doch Carlotta. Carlotta! Komm, Herz. Carlotta! Carlotta! Gehen wir, Killer. Ja. Tja, das war's in etwa. Sie kennen den Rest. Kurzer Prozess. Carlotta tauchte nie auf. Feine Sache. Frauen. Hey, da fällt mir eine... Ja, wir sind spät dran. Jetzt ist er dran in etwa 5 Minuten, der gute Ronnie Jackson. Ich muss mich beeilen. Wir haben doch Plätze für diese... Oh, fein. Denken Sie dran, ich mache das ohne Probe. Ist das zu eng? Können Sie atmen? Was macht er schon? Was ist denn das für ein Ding, Doktor? Ein Stethoskop. Ein Stethoskop? Schlägt noch. Hallo, Direktor. Was Neues vom Gouverneur? Schließen Sie auf. Kommen Sie, mein Sohn. Sie und ich werden einen kleinen Spaziergang machen. Doktor, holen Sie Wasser! Holen Sie Wasser! Also wenn ich schlafen gehe. Habe ich einen Sie auch erwischt? Ja. Der lebt ja noch. Der. Ja. Der. Wo sind wir? Schauen Sie. Carlotta! Carlotta! Du falscher Schlange, warum bist du nicht zu meinem Prozess gekommen? Wo Ronnie, warst du? Ronnie, du bist frei. Ich weiß. Ich bin frei? Aber wie? Wer war's? Du warst es mit deiner Schlüssellochkamera. Schau, Sam hat das von Mrs. Fong bekommen und behauptet, der Rest war nur Routine. Ein Schlüssellochfoto vom falschen Baron. Sie sind des Pudels Kern. Junger Mann, ich danke Ihnen, dass Sie mir das Leben gerettet haben. Ach,
das war gar nichts. Und ich hab's geschafft. Ich wusste, sowas steckt in mir. Tja, vielleicht ist es meine Bestimmung, Detektiv zu sein, ha? Ja, das ist es. Ronnie Jackson, Privatdetektiv. Nein, Ronnie, nein. Es ist besser, du bleibst bei deinen Babyfotos. Oh, ich hab ganz vergessen, die Hinrichtung abzusagen. Harry? Ja? Alles abgeblasen. Abgeblasen? Ja. Er nimmt auch jede Rolle an. Uff.